So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Beim letzten Mal habe ich ja ein bisschen überraschend abbrechen müssen. Da habe ich den Cut irgendwie ein bisschen seltsam gesetzt. Ein bisschen sehr seltsam. Wir spielen jetzt als Jazz Anderson mit seinen Kristallengeheuern. Kristallengeheuer sind extrem nice. Ein Kumpel von mir hat da ein richtiges Deck dazu, was auch ziemlich nice spielt. Also für damalige Standards wäre es richtig geil gewesen. Leider ist dieses Story-Deck ja komplett verkackt, das kann man weghauen. Ich muss mir nochmal kurz alle Effekte durchlesen, weil das ist nun mal so, mittlerweile habe ich die wieder ganz gut drauf. Okay, ich habe einen Pegasus und einen Amethyst auf dem Feld, das ist für sich nicht schlecht, aber ich habe trotzdem das Maul bekommen. Die Effekte der Kristallengeheuer sind, wenn die zerstört werden, durch Kampf meistens, dann kann man die später in die Zauber- und Fallenkarte zusetzen. Und je mehr davon in der Zauber-Fernkartenzone sitzen, umso bessere Effekte bekommt man dann. Ich habe auch schon die Regenbogenruinen auf dem Feld, die sind für sich nicht schlecht. Besonders geil werden die, so ein Vier-Kristallengeheuer in seiner Zone hat, in seiner Zauber-Fernkartenzone. Drei sind da schon. Blöd nur erstmal, bis man da die Effekte richtig gut auspacken kann. Das ist ziemlich viel Schaden frisst. Ich werde das Duell deswegen hier auch verlieren, denke ich mal. Aber ist halb so wild. Wird vorbeigehen, hoffe ich. Okay. Der Topazia könnte sogar gar nicht zerstören, oder? Doch, Enkel macht er. Danach dürfte der Topazia nächste Runde zerstört werden von dem Cyberdrachen. Ach, na eben, der Cyberdrachen. Das ist auch so eine Scheiße. Ich habe mich dann mit dem Zane so schwer getan mit dem Cyberdrachen. Und er kriegt einfach alle Barbarkarten von Cyberdrachen, die man sich irgendwie wünschen könnte. Absolut Hammer. So, der Tiger ist auch in der Zone. So, jetzt darf ich Karte ziehen und nochmal durch Regenbogenruinen eine Karte ziehen. Okay. Dachte ich, hätte jetzt vergessen. Spezialbeschwören? Nein. Ich würde gerne eine Karte ziehen. Please. Ich muss mal erst kurz durchlesen. Ah, okay. Und da ich das Dead Draw komplette Scheiße war, konnte ich dann auch nichts machen. Mist. Also kann ich sozusagen das Duell ja schon so gut wie aufgeben. Na los, komm, gib auf. Ist eh verloren. Nichts zu machen. Okay. Ich versuche es ein bisschen auszuhalten. Ich kann auch per Regenbogenruin einmal pro Runde den Kampfschaden halbieren. Was gut ist, aber nicht auf Dauer. Oh, letzte Zuflucht. Was genau macht das? Ich konnte gerade einen weiteren Regenbogenruin beschwören. Also aufs Feld rufen. Es hat gefühlt gar keinen Sinn gehabt in der Situation. Achso, doch. Ich konnte damit den Kampfschaden noch ein weiteres Mal halbieren. Geil. Aber leider hat das Deck so gesagt, nö, du ziehst trotzdem nichts Gutes nach, egal wie gut du spielst. Obwohl, eine Karte kann ich noch ziehen. Ja, der Karfunkel macht auch nichts. Hör auf zu suchen, zieh einfach nach. Und noch ein Kristallengeheuer. All das, was man nicht braucht. Hättest du dem Zeitpunkt schon Xyz gegeben? Hätte man jetzt hier richtig was machen können, aber so kann ich einfach aufgeben. Yeah. So, jetzt dürfte das Duell kommen, wo ich auch gewinne. Let's see. Was angefangen hat. Ah, jetzt ist die Musik wieder. Oh, das ist sogar eine ziemlich nice Hand für den Anfang. Das schwarze Loch, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Regenbogenruine. Gut, zwei Bärenstämme sind jetzt nicht so das Wahre. Aber die Schildkröte ist auch ganz nice. Jo. Start mit dem Bärenstämmermut. Mit ein bisschen Glück kann ich da schon das erste Monster zerstören. Und Lucky. Klar. Ah, explodiert Drache. Okay, gut. Kann ich trotzdem die Zone legen. Hat zwar kein Monster mehr, aber immerhin schon das erste Monster in der Zone. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, geil. Er darf einfach vom Friedhof sein Monster zurückholen. Um mehr 1,8 Schaden zu drücken. Kampfschaden mit dem Deck bekommen ist echt eine ziemlich uncoole Sache. Will man um jeden Preis vermeiden. Okay. Wenn er auch 1,6 hat, könnte ich jetzt theoretisch das Bernstein-Mammut. Ne, es waren 1,8. Okay. Also kann ich nur Kristallschildkröte Death setzen und aus Beste hoffen. Dass er nicht gleich einen Cyberdrachen beschwört. Nein, okay. Damit kann ich den Angriff erstmal abwehren.
Und ich könnte jetzt auch noch ein bisschen warten. Und das schwarze Loch dann zünden. Keine Ahnung, wie ich es jetzt mache. Die Entscheidung ist mir in dem Moment, glaube ich, auch schwer gefallen. Ah, gehe ich für Amethyst? Was genau will ich jetzt mit Amethyst machen? Ach, ich glaube, ich lasse Amethyst auf. Ach, das Vieh konnte direkt angreifen. Ja, lol. Okay, mein Plan war hier erstmal den direkten Angriff zu nutzen und Amethyst dann zerstören zu lassen, damit ich ein Monster als Zone habe. Gar kein so schlechter Move. Blöd, dass jetzt das Halbdrache kommt und mich komplett zerreißt. Okay. Das bildet für die Runde zwei weitere Karten in der Zaun-Fernkartenzone. Das heißt, ab nächster Runde kann ich auch anfangen, Kampfschaden zu halbieren. Was ziemlich geil ist. Außerdem kann ich auch jetzt drüber nachdenken, das Schwarzloch zu aktivieren. Warum nicht so lange die Schildkröte? Ich hätte keine Effekte, gutes. Fuck. Oh, und nochmal letzte Zuflucht. Dieses Mal könnte ich auch ein bisschen besser Nutzen haben, je nachdem, wie gut ich schaffe, die einzusetzen. Weil man will auf jeden Fall irgendwie zu, dass man einen zweiten Draw rausbekommt. Okay, hier wollte ich das Bärchenmut auch noch in die Zone bekommen. Interessant. Ich habe auch alle drei Bärchenmuts gehabt. Geil, Bärchenmut-Effekt kommt in die Zone. Das darf ich noch jetzt nachziehen. Geil. Was will man mehr? Oh, Kobaltadler. Jo, die Karte hier war, glaube ich, so eine richtige OTK-Karte. Damit konnte ich alle meine Monster von Zauber- und Feindzone in die Monsterzone rufen. Wenn der Gegner keine Verteidigung mehr hat, ist das meistens ein Instant-Win. Aber ich glaube, ich muss noch auf den Saphir-Pegasus warten. Oh, ein Monster mit wie viel? 1,7. Und der Schaden, der kracht noch direkt rein. Gut, dass ich Regenbogen-Ruine fertig habe. Damit der Schaden immer halbiert wird. Außerdem durfte. Okay, nein, kein Pegasus. Pegasus wäre jetzt die einzige Karte, die gegen ihn ein bisschen was machen könnte. Ah, nachziehen, okay. So, komm, gib Pegasus. Das ist so schlecht. Zweimal ein Karfunkel. Das ist echt so mies einfach. Ich könnte überlegen, ob ich schon alle auf einmal rausbeschwöre, aber es würde nichts an Tatsache ändern, dass er trotzdem zu viel Antikar hätte. Oh, ich rufe trotzdem das Bernsteinmammut. Okay. Was? Was ist denn da passiert? Ach, es hat beide zerstört. Nice. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass ich 5 Kristallengeheuer in der Zone habe. Das heißt, ich kann keine Zauber und keine Feinkarten mehr reinsetzen. Das limitiert mich in der Möglichkeit schon sehr. Außerdem ruft er jetzt was Großes. Und was wird's? Cyberdrache 2 oder irgendwie sowas? Oh. Ne, ich bin sogar so ein Tri-Cyberdrache. Geil. Und noch ein Mysterium Typhoon. Okay, die kann ich aber, glaube ich, aufhalten. Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte den per Regenbogenruin aufhalten. Weil das auch ein Effekt, dass. Ach nee, Moment. Ich kann einmal die Zerstörung von Regenbogenruinen verhindern. Okay, das Gute ist, dass ich jetzt wieder Platz in der Zone habe. Ich kann halt mit diesem Platz nur jetzt anfangen, weil ich nichts habe, um diesen Cyberdrachen-Fusionsdingsens da aufzuhalten. Das Deck hat keine Tools, um über sowas drüber zu rennen. Nicht mal mit dem Tiger könnte ich irgendwas machen. Ich glaube, meine letzte Hoffnung ist immer noch so Pegasus und. Oh, was ist das denn? Die Vogelscheuche. Damit kann ich einmal pro Runde die Battleface beenden. Geil. Damit kann ich meinen Arsch ganz schön retten. Nice. Ja, jetzt will ich überlegen, setze ich lieber eine Karte in die Zone oder lasse ich es? Weil wenn ich mehr als 6 Karten am Ende der Runde habe, muss ich auf jeden Fall was abwerfen. Und das wollen wir ja mit jedem Preis verhindern. Habe ich die Runde überhaupt nachgezogen per Regenbogenruin? Ich glaube nicht. Oh nein, habe ich den Effekt aktiviert? Ah, ich voll Idiot, warum habe ich das gemacht? Nein, mache ich nicht die Vogelscheuche, enttäusche mich jetzt nicht. Mach sie nicht. Gut so. Aber die Regenbogenruinen. Vogelscheuche lohnt sich nächste Runde viel mehr. Noch ein Karfunkel. Wie unlucky. So, komm, die Pegasus. So fick. Ich habe einfach den Regenbogendrachen gezogen. Auch geil.
Das Problem ist, um den Regenbogendrachen beschwören zu können, muss ich alle Kristallgeheuermonster im Friedhof oder auf dem Feld, Feld oder Friedhof zum gleichen Zeitpunkt haben, nur dann kann ich ihn beschwören. Und ich glaube, ich habe auch alle. Außer den Adler, der ist noch auf der Hand. Der Tiger ist noch auf der Hand. Und der Pegasus, der chillt noch irgendwo im Deck. Oh, was, will ich jetzt alle aus der Zone rausholen? Das ist kein guter Plan. Aber ich muss, glaube ich, auch gegen die Monsterwelle verteidigen. Okay, ich glaube, die kann ich alle Death spielen. Problem ist nur, dass Cyberdrache rennt komplett über alles drüber. Ja, und da hat gerade gemerkt, oh shit. Das war gerade echt absolut nicht so geil. Was, warum spiele ich in Angriff? Achso, wenig durchschlagen Kampfschaden vielleicht. Ich bin nicht sicher, ob das halbe Drache welchen hat. Aber zumindest. Was? Warum lasse ich alle Angriff? Habe ich gesoffen? Nein! Mach das doch nicht! Scheiß Noob! Hast du die Spiele jemals gespielt? Fuck. So kann man es natürlich auch rauszögern. Aber wer weiß, was ich mit dem Moment gedacht habe. Vielleicht habe ich einfach gewusst, dass im Deck irgendwas kommt, was ich spielen kann, wenn ich das so mache. Das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Ich einfach zögere, diese zwei Monster daraus zu setzen. Ich einfach gemerkt habe, ja, was für ein Scheiß war das eigentlich. Vor allem, dass ich auch dreimal das scheiß Bärchen-Mammut habe. Was zum Fick? Okay, ich kann gerade nicht rausbeschwören. Und jetzt merke ich auch gerade, shit, ich müsste die vielleicht mal Death setzen. Das würde schon enorm helfen. Und nochmal Angriff, was? Aber so kann ich doch keine Vogelscheuche abwerfen, oder? Ach stimmt, die Vogelscheuche, die gibt es ja auch noch. Okay, ich kann erstmal einzelne Monster platt machen, das ist echt herrlich, aber. Es wäre lustig gewesen, wenn ich jetzt einfach angefangen hätte, die Monster von mir selber wieder zu zerstören. Also, so halb zumindest. Okay, das gibt mir einen Platz für die Vogelscheuche. Not bad. Letzte Zuflucht setzen? Ja, nicht so. Okay. Okay, jetzt muss ich hoffen, dass ich irgendwie so schnell wie es geht den Pegasus rausbekomme. Das habe ich mir gerade auch leicht verbaut. Jetzt muss ich gucken, was ich abwerfe. Oh mein Gott, ich habe den Kobold-Adler abgeworfen. Was für ein Missplay. Gerade den Kobold-Adler hätte ich vielleicht auch den Fett gebraucht. Einfach für den 7er-Effekt von allen Kristallgeheuern. Okay, Bärchen-Mammut. Bärchen-Mammut. Ist einfach beide RIP. Das Vieh greift zweimal pro Runde an. Da geht Lebenspunkte schon ganz schön runter. Aber wieso habe ich nicht Death gesetzt? Ich hätte damit so viel verhindern können. Absolut gepennt in dem Moment, glaube ich. Oder war es doch durchschlagen da? Ich bin mir nicht sicher. Er hat dreimal angegriffen. WTF. Und das Game gibt einfach keinen Pegasus. Ich habe nur 23 Karten im Deck und da warten noch drei Pegasus auf mich. Und noch eine Schildkröte. Ich glaube, in dem Moment dachte ich mir auch einfach so, Leben beendet. Setz Death, setz doch Death. Das muss ich nochmal kurz da lesen, glaube ich. Was ist los, jetzt was Death, irgendwas. Lass den Schaden nicht sinnlos reinknallen. Obwohl ich der nächste Schaden killt sowieso, von daher. Nein, mach das nicht. Was? Wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Ich hätte auch schon vorher vier Karten auf den Friedhof legen können. Ach so, weil ich mich vom Friedhof rausbeschwöre. Zumindest in einen. Stimmt, man muss mit dieser Karte alles aus dem Friedhof legen. Aus der Zauber-Fernkartenzone. Und für jedes weggelegte Monster vom Gegner dafür. Kann man dann selber beschwören. Das geht ganz gut. Die Karte ist nice. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders nutzen sollen, aber es rettet mir, glaube ich, hier gerade echt das Leben. Der Zane hat noch zwei Karten. Ja, hier ein Wasser zieht. Ach, die Zukunftsvision. Geil. Das heißt, in zwei Runden kommt noch ein größerer Drache. Und das dauert noch Zeit. Nutze ich jetzt auch nicht den Regenbogen? Ah, jetzt kam der Pegasus. Nach all den Jahren des Wartens kam der Pegasus.
Nein, was? Setz doch den Pegasus. Hör auf. Nicht Amethyst. Ja, ich dachte für einen Moment, WTF. Wollte ich gerade ernsthaft den Amethyst rufen? Pegasus ist so viel besser. Komm, ruf noch einen Pegasus. Mach Baba. Geil. Ah, und jetzt kann ich auch den Regenbogendrachen rufen. Aber ich glaube, ich entscheide mich sogar dagegen, einfach weil ich gerade so viel mehr Angriff auf dem Board habe. 1,7, 1,8. Der macht gar nichts. Und der hat noch 400. 400 kleine Lebenspunkte. Und er zieht nach. Dunungsversion kriegt Marke. Gar nichts, okay. Damit wäre das Duell noch easy gewonnen. Ich lese jetzt noch die Scheißkarte. Geil. So, und das dürfte dann RIP sein. Easy. Easy every time. Jazz und Zane waren in der Lage, genügend Energie zu erschaffen, um das interdimensionale Portal auszusehen für die Regenbogendrachenkarte. Gut gespielt, Jazz. Die Regenbogendrachenkarte. Er hat sich doch schon im Deck gehabt. Wir haben sie doch gerade im Deck gehabt. Wieso mussten die erst noch duellieren? Es macht keinen Sinn. Fuck, okay, was auch immer. Was ich kann es nicht lesen. Die Auflösung im Movie Maker ist zu gering. Jen konnte Marcel nicht stoppen. Vom Wiederherstellen des Heiligen irgendwas. Und ja, Marcel ist einfach böse. Und ja, Marcel wird nicht richtig geil abgehen. Warum ist Blair auch in diesem Scheißspalt? Was will sie hier? Wie viele Leute haben die denn bitte mitgenommen? Alter. Okay. Ich glaube, ich habe die sogar relativ schnell besiegen können. Okay. Ja, könnt ihr bitte nicht so viel quatschen. Okay, wir erfahren gerade, dass Marcel von Jubel besessen wird. Und Jubel ist einfach so ein Überdämon. Und angeblich ein alter Freund von Jaden. Yeah. Und weil Jubel so unglaublich böse ist und so unglaublich krass, muss er sich natürlich erstmal einen Wirt suchen, sonst war es natürlich schon direkt. Okay. Duell, starte bitte. Genau. Okay. Normale Geschwindigkeit heißt, ich dürfte das nicht verkackt haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er leicht zu besiegen war, weil er Karten hatte, die er nicht rausbekommen kann. Zumindest nicht leicht. Auch wenn Janes Deck wahrscheinlich mal wieder absolut für den Müll ist. Was haben wir? Sparkman, Bubbleman, die Oberseele. Wieso dürfen alle meine Gegner, die ich mit Jane bekämpfe, eigentlich immer mit eleganten Wohltäterinnen anfangen? Vielleicht zwei davon vor allem. Alter, wenn meine Decks mal solche Ziehpower hätten von Anfang an. Noch ein Avian. Das ist für sich schon fucking schlecht. Ich glaube, das war auch gerade der falsche Held oder irgendwas, die Karte da. Oberseele macht gerade gar nichts. Aber ich kann schon mal die ersten 1600 da reinhauen. Oh, er hat einen Kampfausblender. Geil. Battleface beendet. Plus gratis Monster. Kann er schön tributen, wenn er Bock hat. Nice. Okay, weiteres Monster. Und der Friedensbote. Nein. Der Friedensbote, das ist die letzte Karte. Wenn ein Monster 1,5 oder mehr Angriff hat, dann kann es dich angreifen. Und er muss jede Runde dafür noch 100 Lebenspunkte bezahlen. Jetzt suche ich bestimmt gar nach einer Option, da um wieder rumzukommen. Weil, sobald man diese Karte sieht und keinen Counter dafür hat, ist man sozusagen echt gefickt. Und weil die Geschichtstexter schon aus Prinzip hier keinen mystischen Raum dafür haben, um was gegen Summon Fallen zu machen, bin ich da schon automatisch echt gefickt. Aber ich glaube, es gab hier eine Vision, die hat weniger als 1,5. Ah doch, da drüben, guck mal. Da hat einer 1,4. Die Frage ist, kriege ich ihn raus auf dem Feld? Und macht er noch vor allem was auf dem Feld? Bubbleman plus Avian, habe ich sogar. Kann ich direkt rufen. Okay, damit habe ich schon mal wieder ein Monster. Was wieder ein bisschen austeilen kann. Wenn es auch nicht viel ist. So. Und das Barkman bleibt trotzdem auf dem Feld. Ich könnte trotzdem versuchen, den Necro Shade zu rufen.
Allerdings dafür einen Avian opfern? Keine Ahnung. Ob ich es machen werde. Bringt, wo er das Backen hatte, 1,6, 1,7, 1,6, okay. Necroshade hatte, glaube ich, 1,8, aber in der Situation wäre es ja egal. Ach, das kann direkt angreifen, das Vieh. Ja, geil. 1,4 geht runter auf seinen Nacken. Welche muss ich gerade selber zerstören, damit er wieder angreifen kann. Geil, gib ihm Schaden. Und da kommt auch schon die erste Fusion. Oder das große Tribut eher. Geil! Einfach ein scheiß Obelisk 2. Es ist kein Obelisk, es ist ein Raviel, aber trotzdem. Den kann ich mich doch bestimmt übelst ins Knie ficken. Aber der Raviel kann nicht angreifen. Was wäre sonst denn der Effekt? Die KI müsste erst dafür sorgen, dass der Friedensbote verschwindet. Ich meine, er könnte einfach sagen: Friedensbote, tschüss. Das ist der Weg der Karte. Okay, hat er jetzt gemacht. Und da kommt der Raviel und drückt mir 2,6. Jawohl. Okay, was habe ich jetzt eine Karte? Helden-Gegenangriff. Finstere Bestechung. Geil. Er hebt den Weg meiner Karte auf, aber ich darf eine ziehen. Und noch eine O-Oberseele. Die Frage ist: Was kann ich damit machen? Avian und Necroshade. Fusionieren kann ich, glaube ich, einen Scheißdreck. Habe ich einen Plan? Okay, ich habe 2 Oberseelen. Das heißt, sobald ich den Poli habe, könnte ich jeden Moment fusionieren. Aber erst dann muss ich gucken, wie ich um diesen blöden Ravier drum. Wieso habe ich den Ding ist im Angriff gelassen? Bin ich besoffen? Das waren 2,4 Gratis-Schaden. Ach, ich wollte, dass er gekillt wird für einen weiteren Helden gegen Angriff. Das wusste ich doch, also easy. Hallo Necroshade. Geil. Okay, ich glaube einmal zweimal Oberseele und dann hat sich das auch. Theoretisches Begräbnis, auch sehr geil. Damit könnte ich theoretisch doch ein Ding in den Friedhof bringen. Den Neos. Den großen. Wieso mache ich denn das nicht? Wäre es jetzt zu easy? Was zum Fick tue ich da? Wieso habe ich keinen Neos in den Friedhof gehauen? Wie muss sein? Die Monster, die ich jetzt habe, die sind schon genug für einen Kill. 1000. 1600. Und das 96. Und. Rip. Und das war Marcel. Geil. Das ging gut. Oh shit. Und hier habe ich schon wieder mit der Geschwindigkeit reingesetzt. Fuck. Okay. Jubel hat den Wirt verlassen. Den Marcel. Und kämpft jetzt, also noch nicht ganz in seiner richtigen Form. Vorher sorgt er noch dafür, dass Jane noch ein bisschen weniger Spaß hat, indem er gleich gegen Jazz antreten muss. So war es, glaube ich. Außerdem, Jubel ist echt fucking feige für das, was er macht. Außerdem, ich habe nicht ganz aufgepasst in der Story, weil es einfach zu langweilig wurde. Jane hat irgendwann irgendwie nicht für Jubel da oder so. Ach, ist doch alles völlig sinnlos. Okay, Jazz versucht Jane zu retten, indem er selber gegen Jubel antritt mit dem Regenbogendrachen. Aber ich glaube, das wird nichts. Und Jubel sorgt sich dafür, dass ich gegen Jazz kämpfen muss. Und das Duell war ja auch mal übelster Cancer. Deswegen habe ich auch schon doppelte Geschwindigkeit drin, weil den werde ich in der Folge nicht besiegen. Das kommt erst im nächsten Part. Ich glaube, ich wollte einfach nochmal zeigen, wie hart mir Jazz aufs Maul geben wird. Mit seinem scheiß Regenbogen-Dreck. Und ich habe einfach dieses Drecks-Neos-Deck, was einfach gar nichts kann. Absolut rein fucking gar nichts. Es kann wirklich nichts. Ich bin schon am Fusion checken, weil ich weiß, wie begrenzt meine Optionen sein werden. Man hat es gerade nur kurz gesehen, aber wir haben im Fusionsdeck tatsächlich einen scheiß Regenbogen-Neos, der dadurch fusioniert wird, indem man den Regenbogen-Drachen und ein Elemental Neos fusioniert. Wie man das jemals in einem normalen Duell machen soll, keine Ahnung. Aber für ein Story-Duell geht das schon mal. Auch wenn das schon hier fucking fast unmöglich ist. Wenn man wirklich nicht möchte, dass der Gegner einen Regenbogendrachen auf dem Feld hat. Ja, und ich checke mir mehr als mit Optionen, weil ich einfach weiß, es wird nichts. Natürlich wieder die Kristallschildkröte, was sonst. Ehrlicher Notruf habe ich jetzt nicht aktiviert, weil ich fucking retarded bin oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, ich wusste genau. Okay, zwei E's. Okay, erstmal checken, was die Zauberkarten so können. Ich glaube fucking nichts. Die Zauberkarte da ganz links war, glaube ich, auch überhaupt nichts gut. Ich muss schon wieder checken, weil ich einfach nicht glauben kann. Vor allem diese ganzen Fusionskarten da drehen sich nur um den Elementar-Hit Neos. Also um den großen Elementar-Hit Neos. Man hat zwar noch einen kleinen in dem Deck, aber der kleine Neos, der muss erst. Also der Effekt ist, wenn er eine Runde auf dem Feld ist, wird der Name zu Elementar-Hit Neos. Damit kann man ihn sozusagen als Ersatz für weitere Neos-Beschwörungen einsetzen. Problem ist, der macht keine Runde auf dem Feld. Der hat irgendwie einzelnen Angriff und bei dem, was er hier so hat, der Jazz, kann ich mich doch richtig eingraben. Und obwohl die Karte so kacke ist eigentlich, ist trotzdem einer der besten im Deck. Vielleicht habe ich schon Effekte lese. Nur Effekte lese. Weil ich einfach nicht glauben kann, wie schlecht das ist, was ich habe. Hier, Another Neos. Das ist so ein Schund. Der Vogel da, der ist eigentlich zum Fusionieren da, aber auch einfach keine Option, um ihn aufs Feld zu bringen. Man muss halt einfach hoffen, dass mir nicht ganz hart aus dem Auto kommt in dem Duell. Und naja, was soll ich sagen? Es ist schon übel. Es ist schon extrem übel. Instant Neo Weltraum, auch völliger Unsinn. Kann ich alles nicht gebrauchen. Schwachsinn. Ich muss echt nochmal checken, was das ist. Normalerweise weiß ich genau, was für Optionen ich nutzen kann, was nicht so. Nach jahrelanger Yu-Gi-Oh!-Erfahrung hat man es einfach irgendwann so im Sinn, so welche Karten gut sind, welche nicht. Aber in diesem Duell, ich musste locker 5-6 Mal nachlesen, was sie können, weil ich einfach nicht glauben konnte, wie schlecht das ist, was er hier spielt. Also was ich spielen muss. Aber guck mal, da kommt gerade der Effekt von der Natter Neos, dass er zum Neos wird, also zum mit dem Namen zum Elementar-Held Neos. Ja, es macht einen Unterschied, ob der Another Neos oder nur Neos heißt. Ich habe gerade 2000 Lebenspunkte bekommen. Das wird mich safe retten. Und Kristallschildkröte, die liegt, Alter, die liegt. Die lässt sich gar nicht stören. Oh geil, ich darf zwei Karten bei ihm wählen, die im Friedhof sollen. Dafür darf er zwei Karten ziehen. Oh nein, ich muss nur eine wählen, der trotzdem zwei Karten ziehen. Geil. So, jetzt rippt er mich noch eine Runde. Ich habe leider keine Möglichkeit. Dadurch, dass der Hummingbird gerade gestorben ist, irgendeine Art von Fusion aufs Feld zu rufen. Die Neos-Monster, die Neos-Fusionsmonster brauchen, glaube ich, keine Polymerisation aufs Feld zu kommen. Dafür nur die Monster auf dem Feld. Problem bei den Neos-Fusionen ist, dass die am Ende des Zuges wieder ins Deck zurückkehren, ins Fusionsdeck, und deine Monster, die du dafür gebraucht hast, sind einfach erstmal fort. Es sei denn, du hast dazu eine permanente Zauberkarte oder Spielzauberkarte. Eins davon auf jeden Fall. So, er hat mein ganzes Board geräumt mit ein paar Karteneffekten. Total geil. Bärchen Mammut, Kristallische Kröte, haut alles rein hier. So, weil es nicht mehr lange dauern muss, ich verliere, sage ich schon mal bis zum nächsten Part. Ich werde noch ein bisschen dran rumschnippeln, dass es nicht ganz lange dauert, bis ich den Typen besiegt habe. Weil ich glaube, gegen den habe ich auch wirklich lange gespielt. Er hat nur ins Kach abgesetzt. Nicht mal angegriffen. Hat einfach schon aufgegeben im Moment. Nicht angreifen können. Geil. Naja, er wreckt mich trotzdem gleich. Jo. Gut, also dann, bis zum nächsten Part. Und bis dahin.